Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Rob und ich erstelle Videos im Bereich Motorradfahren, Reisen, Um- oder Ausbauten und alles, was zum Thema Filmen gehört, zusammen mit meiner Freundin Yvonne. Wir erhalten immer wieder mehrere Nachrichten, wie zum Beispiel, mit welchen Kameras filmt ihr? Was für ein PC verwendest du? Mit welchem Schnittprogramm schneidest du? Merkst du dir alles auswendig und so weiter? Daher mache ich heute eine kleine Studiotour und beantworte eure Fragen. Nun, ich rede immer sehr viel in meinen Videos, sei es auf dem Motorrad oder hier im neuen Studio. Aber wie mache ich das? Während der Motorradfahrt ist das Gesprochene fast spontan und da rede ich einfach frei raus, wie es mir in den Sinn kommt. Zum Beispiel, wenn wir Motorvloggen oder auf Reisen sind. Wenn ich aber ein bestimmtes Thema habe und dies im Studio mitteilen möchte, dann sind die Themen meist sehr umfangreich und das kann ich mir nicht alles merken. Und weil ich mir das nicht alles merken kann, verwende ich einen Teleprompter. Ich habe mir den X1 von Neuer geholt, mit dem ich meinen zuvor geschriebenen Text auf dem Handy anzeigen lassen kann. Ich verfasse im Vorfeld alle wichtigen Punkte und lese diese dann während der Aufnahme ab. Ich habe auch eine Fernbedienung dazu und zusammen mit der App von Neuer kann ich mein Handy damit steuern. Also wie du siehst, muss man sich einfach nur zu helfen wissen, wenn man sich nicht alles merken kann. Und nun geht es weiter mit den Kameras, die ich bzw. wir auf unseren Reisen genauso wie hier im Studio verwenden. Zuerst haben wir die Osmo Action, die ich hier auch gerade verwende, um einen Ton aufzuzeichnen. Mit der sind wir am liebsten auf Reisen unterwegs, denn mit dieser Kamera kann man einfach am besten vloggen. Die Farben sind einfach natürlich nachher in der Endausgabe und ja, das kleine Gerät macht einfach Spaß. Weiter haben wir noch die GoPro 8, die wir ausschließlich nur fürs Motorradfahren benutzen. Mit der GoPro einfach der Superview-Modus interessant für uns ist, weil man sieht einfach viel von der Landschaft, genauso wie viel von dem Motorrad. Zusätzlich haben wir hier die Artmann-Halterung. Hier unten drin können wir diesen Mikrofonadapter anschließen, am Helm befestigen das Ganze. Und ja, damit kann man dann nachher schön vloggen, genauso wie Reisevideos bzw. auf dem Motorrad die Reisevideos schön aufnehmen. Und die Luftaufnahmen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und da haben wir unsere Mavic Mini. Ja, wir haben uns hier für die Drohne entschieden, weil sie einfach sehr klein ist und 2,7K Aufnahme machen kann. Sehr schön, wenn man nachher mit dem Motorrad unterwegs ist, spart man Platz. Wir haben noch 3 Akkus dazu, jeweils 20 Minuten Flugzeit und es reicht eigentlich vollkommen aus. Und damit erreichen wir einfach schöne Aufnahmen aus der Luft. Ja, und die ergänzen einfach unsere Reisevideos. Und zu guter Letzt haben wir noch eine gebrauchte Samsung NX3300 erstanden, mit der ich gerade auch diese Aufnahme mache. Die Kamera dient einfach dazu, ja, bei Lowlight Aufnahmen zu machen, wie hier gerade, oder schöne Fotos zu machen für Instagram. Also ja, die läuft gerade und das war's eigentlich schon. Das sind unsere ganzen Kameras bzw. Drohnenkameras, alles drum und dran. Doch die beste Kamera bringt nichts, wenn die richtige Beleuchtung fehlt. Was ich damit meine, zeige ich dir nun. Das ist jetzt die normale Beleuchtung, allein nur durch das Tageslicht. Nun haben wir ein bisschen Hintergrundbeleuchtung. Dazu ein kleines Ambientelicht. Dann habe ich noch die Softbox genau vor mir, die noch den Raum zusätzlich erhält. Und zu guter Letzt noch eine kleine LED, die einfach die Konturen von dem Körper bzw. von dem Gesicht einfach noch ein bisschen beleuchtet. Wie du siehst, ist die Beleuchtung einfach entscheidend für meine Studioaufnahmen. Und mir gefällt das auch einfach um ein Vielfaches besser als das hier. Mindestens einmal pro Woche bekomme ich dieselbe Frage von euch gestellt. Was für ein PC verwendest du für deine Aufnahmen, um deine Videos zu bearbeiten? Hierbei habe ich mich für ein Laptop entschieden, weil ich oftmals beim Schneiden der Videos mich frei im Haus bewegen will. Ich arbeite mit dem Lenovo IdeaPad 330S und einem zusätzlichen Monitor. Der Laptop ist soweit original. Ich habe nur den Arbeitsspeicher auf 20 GB erhöht, ansonsten verfügt der Laptop über eine SSD-Festplatte und 4K. Das reicht aus, um 2,7K und 4K-Filmaufnahmen zu bearbeiten. Sollte es aber professioneller sein im Bereich der 4K-Aufnahme, dann sollte der Laptop oder der Tower mindestens 6 Kerne haben. Mein Tipp für deine Aufnahmen, um nicht gleich die ganze Festplatte voll zu müllen, ist immer nur die benötigten Aufnahmen auf dem Rechner zu haben. Die gerade nicht benötigt werden, solltest du auf eine externe Festplatte aufbewahren. Somit ist dein Rechner oder Laptop auch immer schneller und effektiver bei der Bearbeitung. Eine weitere Frage, die ihr mir immer wieder stellt, ist, mit welchem Schnittprogramm ich arbeite und welches Schnittprogramm kann ich dir für den Anfang empfehlen? Ich selbst arbeite mit dem Adobe Premiere Pro und mit Adobe After Effects. Beides eher Programme für Fortgeschrittene. Sehr aufwendig und umfangreich in der Handhabung, aber auch sehr effektiv. Ich muss auch gleich dazu sagen, dass diese Programme auch mit monatlichen Kosten verbunden sind.
mit je, glaube 25 Euro pro Programm. Nun zur Frage, was ich dir für den Anfang empfehlen kann. Ich habe mit Movavi Video Editor angefangen, das hatte ich mal gekauft für ca. 50 Euro und mittlerweile bekommt man das Programm ab 20 Euro ohne weitere Kosten. Dieses Programm ist wirklich für Laien entwickelt und dementsprechend auch sehr übersichtlich und einfach in der Handhabung. Ein paar Effekte und Übergänge sind schon vorgefertigt und durch einen Klick auf dem Video anwendbar. Bei Adobe Premiere Pro muss zum Beispiel jeder Effekt manuell erstellt und eingefügt werden. Also, diese Zeit sparst du dir mit Movavi. Man kommt aber auch schnell an seine Grenzen mit diesem Programm. Zusammenfassend würde ich sagen, ist Movavi eher dafür geeignet, wenn du ab und an mal ein Urlaubsvideo oder eine Familienfeier und so weiter erstellen willst. Alles andere, welches darüber hinausgeht, soll oder muss man eher mit einem fortgeschrittenen Programm erstellen. So, nun komme ich mal zum Ende. Und somit hoffe ich, dass dir mal der kleine Einblick in Sachen Filmen und Schneiden in Bezug auf eure Fragen aufzeigen konnte. Zu euren Fragen kommt auch immer die Frage, was du nun benutzen sollst. Letztendlich konnte ich dir mit diesem Video nur die Möglichkeiten zeigen, die du verwenden kannst. Welche Kamera oder welche Beleuchtung und so weiter aber für dich wichtig ist, musst du dir selbst beantworten. Ich habe wie immer alle Links zu den Produkten, die ich verwende, in der Videobeschreibung hinterlegt. Also, schau gerne mal vorbei und ansonsten sieht man sich wieder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.